Frische Impulse gab es für Unternehmerinnen am 14. Oktober in der Industrie- und Handelskammer in Magdeburg. Dort veranstaltete die BPC, die Unternehmerinnenakademie GmbH, und der AMU-Verband Selbstständige Frauen in Sachsen-Anhalt e.V. die 10. Ausgabe der Inter-Unternehmerinnen-Konferenz. In diesem Jahr stand die Frage, was Unternehmerinnen als auch Unternehmer in ihrem Alltag weiterhilft, im Fokus. Die Präsidentin des AMU und gleichzeitig auch Geschäftsführerin der BPC, Traudel Gemmer, eröffnete den praxisorientierten Konferenztag, der in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag feierte. Geburtshelferin war unter anderem auch die IHK-Mitarbeiterin Marie-Louise Hanisch. Sie hatte ebenfalls an diesem Tag Geburtstag und ihr wurde von allen Gästen herzlichst gratuliert. Anschließend erfolgte eine kleine Talkrunde. Moderatorin Kerstin Palzer blickte gemeinsam mit Claudia Meffert, Hubert Böning, Carola Schaar, Rainer Nitsche und Clemens Gutmann auf die letzten 10 Jahre zurück. Sie machten deutlich, wie stark sich die Rolle der Frau in einem Unternehmen etabliert hat. Zu Gast war die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Professor Dr. Johanna Wanka. In ihrer Rede gab sie einen Eindruck von der Förderung des unternehmerischen Nachwuchses. Sondern das sage ich jetzt in Richtung auch der jungen Frauen, die hier sind. Wir brauchen sie und sie haben jetzt eine Chance. Die hatten junge Frauen vor 10, 15 Jahren nicht. Demografische Entwicklung, das heißt, es geht krach runter mit den jungen, die wir überhaupt haben, mit den jungen Leuten. Das heißt, wenn unsere Wirtschaft Fachkräfte, gut Qualifizierte braucht, die können unmöglich auf die vielen jungen Frauen mit den guten Zeugnissen, mit den guten Abiturzeugnissen, mit den guten Noten verzichten. Zum zweiten Mal vertreten auf der Inter-Unternehmerinnen-Konferenz war die renommierte Berliner Speakerin Martina Haß. Mit ihrem interessanten Vortrag »Das Löwinnen-Prinzip« erläuterte sie smarte Karrierestrategien für Frauen. Gleichzeitig erklärte sie, wie wichtig das Networking für ein Unternehmen ist und gab den Unternehmerinnen und Unternehmern Tipps mit auf den Weg. Sich frühzeitig klug zu vernetzen, sich mit anderen auszutauschen, auch Leute um Rat zu bitten, ganz aktiv auf andere zuzugehen und Rat auch anzunehmen. Auch der Spaß kam beim Konferenztag nicht zu kurz. Humoristin Josephine Lemke führte mit allen Beteiligten ein Business-Speed-Dating durch. Hier konnten sich die Teilnehmer untereinander austauschen und ihr Unternehmen gegenseitig vorstellen. Noch vor den vielen spannenden Workshops am Nachmittag konnten die Unternehmerinnen und Unternehmer schon reichlich Erfahrungen und Anregungen mitnehmen. Eine Menge Anregungen, Hinweise und ich bin gerade gefragt worden, warum ich denn als Bürgermeisterin hier bin. Erstmal, um vielleicht selber Honig zu saugen, zweitens, um für die Unternehmerinnen der Stadt vielleicht etwas tun zu können und drittens, um neue Unternehmerinnen in die Stadt reinzubekommen. Ja, was habe ich bis jetzt mitgenommen? Ne? Das war ja die Frage, glaube ich, die Grundfrage. Also ich habe erstmal eine sehr lebendige Politikerin erlebt. Das hat mich total beeindruckt, wie Frau Professor Wanka so aus ihrem Leben erzählt hat und ihren persönlichen Weg, den sie gegangen ist. Und dann bereichern mich immer sehr gern Gespräche mit Menschen und Lebenswege und zu gucken, wo kann man vielleicht gemeinsame Anknüpfpunkte bekommen. Auch im nächsten Jahr wird der AMU-Verband Selbstständige Frauen in Sachsen-Anhalt e.V. und die BPC, die Unternehmerinnenakademie, einen weiteren praxisorientierten Konferenztag in der Industrie- und Handelskammer veranstalten.